Hallo und moin, willkommen, hier ist Markus. Und zunächst einmal, wer sich gleich wundert, warum ich das Pixel 4a als mein Hauptgerät derzeit habe. Eigentlich müsste das Kurzvideo oder YouTube Short schon erschienen sein, wo ich kurz erkläre, was mit meinem geliebten Pixel 8 passiert. Und verlose ich jetzt mein persönliches Pixel 8. Was müsst ihr dafür machen? Das Gerät da rausholen. Oh, sehe, ich komme gerade vom Rasenmähen. Hab beim Rasenmähen aber etwas genutzt, worüber ich jetzt ein kurzes Video machen möchte. Und zwar die Beats Studio Buds Plus im Test. Die kommen in verschiedensten Farben daher. Ich habe mich hier für die Cremefarbe entschieden. Es gibt sie auch seit irgendwie einigen Monaten in einer transparenten, wie die Nothing Phone oder die Nothing Ear, die ihr dort hinten seht. Das sind nämlich zurzeit die Referenzkopfhörer in der 150 € Preisklasse. Mehr braucht ihr nicht ausgeben, um einen hervorragenden Klang zu haben. Die Beats kosten normalerweise 199 €, seit einiger Zeit aber für 120 € auf Amazon zu haben. Und für 120 € sind diese Dinger ein Schnapper. Warum, werde ich euch jetzt kurz und knapp erklären. Denn das sind die unbeatstigsten Beats, die ich bisher genutzt habe. Was will ich damit sagen? Das sind Kopfhörer der Marke Beats. Beats gehört zu Apple. Oder anders ausgedrückt, Apple hat Beats gekauft, weil Apple nicht in der Lage war, eine eigene Musikplattform auf den Boden zu stampfen. Das hat Dr. Dre mit Beats gemacht. Der hat Kopfhörer gebaut. Und bei den Kopfhörern dabei, die vor 10 Jahren von allen Fußballprofis getragen wurden, das waren so die High-End-Kopfhörer. Allerdings so ein bisschen Fast-Food-Klang. Der Klang war sehr basslastig. Wem es gefallen hat, okay. Und wer zu McDonald's geht und da essen mag, auch okay. Jeden Tag würde ich das halt nicht essen und jeden Tag hätte ich mir auch keine Musik über Beats-Kopfhörer reingezogen, weil die Musik schon sehr stark verfälschen. Die Nothing Phone oder die Nothing Ear da hinten, Testbericht ist mal unten verlinkt, verfälschen den Klang nicht. Die sind sehr neutral. Und deshalb ist das auch albern, wenn man diese Kopfhörer Beats Studio Buds nennt. Das sind keine Studio-Kopfhörer. Wie dem auch sei. Diese Beats Buds Plus klingen eben nicht mehr wie Beats. Sie klingen eben nicht, das heißt, der Bass nagelt nicht alles zu, der Bass ballert nicht alles zu. Und das sorgt dafür, dass ich plötzlich heute beim Rasenmähen eben dachte, die klingen verdammt gut. Und das ANC ist mittlerweile richtig gut. Das ANC ist nicht auf EarPods Pro oder Sony WMX 5073 Niveau. Aber der ist für 120, 150 € richtig gut, das ANC. Der Transparentenmodus ist mittlerweile richtig gut und damit kann man arbeiten. Und der Klang als solcher ist richtig gut. Dazu kommt das Design. Diese Kopfhörer sehen einfach richtig gut aus. Sie haben, was ich für einen großen Pluspunkt halte, einen haptischen Knopf. Das heißt, man kann sie wirklich reindrücken. Das heißt, das ist keine Touchfläche. Ich finde, laufen die gerade los, weil die mit meinem Android verbunden sind. Wenn man draufklickt. Das Design ist richtig gut. Man muss sie ins Ohr einführen. Und hier, ihr seht das vielleicht. Hier ist so ein kleiner. Ja, sie sieht, wenn ihr den dreht, könnt ihr den in den Gehörgang reindrehen. Und dadurch sitzen die richtig gut und klingen auch richtig gut. Dadurch funktioniert das ANC auch sehr gut, weil sie schon von Haus aus sehr gut abdichten. Das Unboxing, ich zeige es euch hier mal. Es sind mittlerweile, ich glaube, 5 Tipps mit dabei, also 5 Ear-Tipps. Ihr werdet auf jeden Fall den passenden für euch finden. Das ist eine große Sache. Das Schöne ist, die verschiedenen Farben. Das heißt, es ist für jeden was dabei. Es ist irgendwie recycelter Kunststoff. Selbst die Hülle sieht, also selbst die Box sieht besser und schöner aus als die von Apple, von den EarPods. Ich frage mich ja mittlerweile, da muss man mal grundsätzlich drüber reden, was ist bei Apple eigentlich seit 2, 3 Jahren los, dass das, was Apple mal so richtig gut konnte, Design, mittlerweile nicht mehr da ist. Ihr seht, die Ladebox ist immer noch größer als bei den EarPods, aber sie ist so flach, sie passt in jede Hosentasche. Ohne weiteres könnt ihr diese Box überall mitnehmen. Sie ist aber recht groß, wie ihr seht. Das heißt, Akku ohne Ende. Ladebox wird über USB-C geladen, selbstverständlich. Allerdings kabelloses Laden fehlt, ist nicht mit dabei. Das sind diese kleinen Einschränkungen. Apple kann ja kein Produkt herstellen, das kein Apple-Produkt ist, sondern ein Beats-Produkt, was so viel besser ist als ihre eigenen Kopfhörer. Klanglich sind die AirPods Pro 2, ich glaube AirPods Pro 2 heißen die, diesem Gerät überlegen. Den normalen AirPods allerdings, den 150 € Kopfhörern von Apple, das ist eine ganz andere Welt. Da sind die Beats
wirklich, wirklich meilenweit voraus. Das waren aber auch die Nothing. Das sind aber auch 100 Euro Sennheiser Kopfhörer. Die Apple Earpods, heißen die Earpods? Ich komme mit diesen ganzen Namen bei den Kopfhörern durcheinander. Diese Zahnbürsten, die klingen einfach langweilig. Die klingen nicht langweilig, die klingen geil. Das sind übrigens die Nachfolger der Beats Pro. Und hier ist der Klang um ein Vielfaches verbessert worden. Ich habe da gerade eben schon drüber gesprochen. In diesen Kopfhörern neue Mikrofone verbaut. Wir haben eine neu geschaltete Belüftung. Wir haben neue und größere Akkus. Wir haben neue Schallwandler. Ihr hört den Unterschied zu den alten Beats Pro sofort. Die Klangqualität ist in dieser Preisklasse 130 Euro bis 150 Euro die beste, die ihr bekommen könnt für diesen Preis. 199 finde ich dann schon wieder schwierig. Da sind sie genauso gut wie alle anderen für 199. Also Beats behauptet übrigens, dass die Geräuschunterdrückung ANC 1,6 mal verbessert und die Transparenz 2 mal verbessert wurde. Das sind so merkwürdige Zahlen, damit kann ich nichts anfangen. Sie ist besser geworden, aber eben noch nicht auf Sony oder AirPods Pro Niveau. Beats gibt die Akkulaufzeit aufgrund der großen Boxen mit mittlerweile 6 Stunden bei aktivierten ANC und 9 Stunden bei deaktivierten ANC an. Das Case ist in der Lage, diesen Kopfhörer 3 mal aufzuladen. Das heißt, ohne ANC könnt ihr 27 Stunden Musik hören, sagt Beats. Bei 80% Lautstärke und ohne ANC kommt das hin. Das ANC ist übrigens, man kann es so erklären, Rasenmähergeräusche werden gut gedämpft. Ihr hört ihn im Hintergrund, aber es ist ein merklicher Unterschied, wenn ihr auf einem Privatgelände, natürlich nicht auf offenen Straßen, damit Fahrrad fahrt. Windgeräusche, ein besonders störendes Ding, gerade weil der Wind an dem Fahrradhelm, werden sehr gut weg. Gutes an. Diese Kopfhörer haben nicht die dezidierten Apple Music Chips verbaut. Ihr bekommt nicht diesen nahtlosen, angeblich nahtlosen Apple-Ökosystem, bla bla. Ich nutze hier mein Android-Gerät und da funktioniert das folgendermaßen. Ihr seht hier das Beats-Widget und ich öffne die Kopfhörer und sofort werden sie erkannt. Hier sind meine Beats verbunden. Die tauchen allerdings auch in dem Google-eigenen Akku-Widget auf, was ich sehr geil finde. Und wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr direkt zur App. Die App ist okay, aber groß und viel Einstellmöglichkeiten gibt es in dieser App nicht. Wir haben hier ANC an, aus, also Geräuschunterdrückung aus, transparent an, transparent aus. Ihr seht hier den Akkuzustand der Kopfhörer und der Ladeschale. Jetzt können wir hier zum Beispiel die Beats umbenennen. Jetzt können wir ihren Namen erzeugen, Harmony, Meadow finde ich ganz gut. Und dann werden die genauso gefunden. Funktion des Produkts, hier kommt jetzt die Anleitung, Geräuschkontrolle, Lautstärke, Anrufsteuerung und so weiter, Mikrofon. Alles cool, alles schön, aber so richtig viel ist da einfach nicht gegeben in den Apps. Zugriff auf Standort haben wir mitgegeben, Berechtigungen selbstverständlich, damit wir sie wiederfinden können. Das ist alles gut. Wenn ihr sie paaren möchtet, hier ist ein Knopf. Einfach diesen Knopf 5 Sekunden drücken, dann blinkt das Licht und hier taucht dieses Vorschaltbild bei Android auf. Sind sie im Apple-Ökosystem ja nicht besser eingebunden, denn das Apple-Ökosystem kann auch nicht wirklich mehr. Dieser nahtlose Zugang im Apple-Ökosystem, weil da halt nicht der Hardchip verbaut ist, Hey Siri funktioniert, Wo ist funktioniert, zeig's euch mal. Das heißt, die sind jetzt ja mit meinem Pixel und meinem iPhone verbunden. Ich mache die Dinger auf und sofort werden sie halt im iPhone angezeigt und auch in meinem Pixel angezeigt. Und ich könnte jetzt aussuchen, mit welchem Gerät ich praktisch diese Kopfhörer nutzen möchte. Ihr bekommt in der Apple-Welt eben nicht die Unterstützung für 3D-Audio-Video. 3D-Audio Apple Music ist mit dabei, aber 3D-Audio-Video kriegt ihr nicht. Personalisiertes 3D-Audio. Und das einzige, der einzig wirklich echte Downer für mich, weil der Rest ist Kinderkram und Spielerei, Tragerkennung. Das heißt, das kann jeder 50-Euro-Kopfhörer. Ihr habt das Ding im Kopfhörer, im Ohr und ihr nehmt es raus, denn die Musik spielt. Ihr packt es wieder rein, die Musik geht weiter. Also ihr nehmt es raus, die Musik hört auf und ihr packt es rein, die Musik geht weiter. Das können die Dinger tatsächlich nicht. Das ist ein bisschen albern. Wer jetzt sagen wird, das ist aber doof, dass hier der H1 oder H2 Chip von Apple fehlt und das ist doch einfach richtig doof. Naja, ich glaube Beats wollte eigentlich Kopfhörer für das Android-Ökosystem bauen und dafür sind die gedacht. Denn dadurch, dass der H1, H2 Chip, also die Apple Musikchips nicht mit dabei sind, können diese Kopfhörer in der Android-Welt eine ganze Menge. Und zwar dasselbe, was die Nothing können oder meine Google Pixel Buds. Die können zum Beispiel Google Fast Pair.
Die können Audio Switch. Das heißt, auch hier sind, wie ihr seht, verschiedene Geräte möglich. Ich kann es mit meinem, ich kann mein Chromebook und ich kann das Ding mit meinem Chromebook und meinem Kopfhörer und meinem Smartphone verbinden. Ich kann es mit meinem Chromebook und meinem Smartphone verbinden. In der neuen Mein Gerät finden App von Google. Ich bin übrigens gespannt, wo das Pixel 8a sich meldet. Tauchen die mit auf? Hier haben wir meine Beats. Hier haben wir mein Nothing Phone, die Pixel Watch, die Mobvoi Watch, die Galaxy Watch. Auch dort tauchen sie auf. Meine Garmin-Uhr taucht da zum Beispiel nicht mit auf, was ich sehr schade finde. Wir haben die Beats-App mit dabei, wo wir Geräuschunterdrückung einstellen können, Transparentmodus, wo wir Firmware updaten können, wo wir den Batteriestand und all das, was ich euch eben gezeigt habe. Die sind wirklich in beiden Welten zu Hause und das ist geil. Ihr könnt mit diesen Kopfhörern in der Android-Welt sein. Ihr habt richtig schön designte Kopfhörer, die eben nicht blöd aussehen. Ihr könnt mit diesen Kopfhörern gut unterwegs sein. Die klingen richtig gut, sie sind wirklich mobil und es sind die besten, die mit Abstand besten Apple-Produkte, die Apple für das Android-Ökosystem gebaut hat. Sie sind den AirPods Pro, was die Zusammenarbeit im Apple-Ökosystem betrifft, allerdings deutlich unterlegen, aber das spielt ja keine Rolle, denn wir wollen sie ja für Android nutzen und dafür sind sie richtig gut und die AirPods Pro der zweiten Generation klingen tatsächlich in der Apple-Welt ein bisschen besser. Aufgrund des H1-Chips können die ein bisschen mehr, zumindest diese nahtlose Verbindung. Wenn es allerdings nur darum geht, gute Musik zu hören, greift zu. 130 Euro ist ein Witz für diese Geräte, das meine ich wirklich ernst. Es kommen in der nächsten Zeit noch einige sehr, sehr geile Videos über meine Garmin Epix. Neuer Radcomputer, auch von Garmin, gegen meinen Wahoo. Mal gucken, welchen ich am Ende nehme. Ich habe die Avunda auf Herz und Nieren getestet. Das Video kommt demnächst. Und bis dahin wünsche ich euch schöne, entspannte Tage. Alles Gute, Markus. Ciao.